So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Omerta, City of Gangsters. Uns fehlt ja immer noch das Spielen eines DLCs, Damsel in Distress. Den hat's jetzt über den Steam Summer Sale für unter 1 Euro gegeben. Sehr nett von Steam und dem Summer Sale. Und deshalb ist er bei mir auf der Platte gelandet. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir jetzt dabei zugucken, wie ich diesen DLC spiele. Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem ich das letzte Mal Omerta gespielt habe. Ihr werdet das ja in der Playlist auch feststellen. Mal gucken, ob ich mich noch zurechtfinde. Und dann geht's auch los. Ich hatte einen Anruf aus New York. Lucky Luciano wollte mit meiner Hilfe The Kid in seine Gang holen. Kinderspiel, hat er gemeint. Da mir die Verbindung zu Luciano nützlich schien, sagte ich zu. Was ich nicht wusste, war, dass The Kid überhaupt keine Lust auf Lucianos Gang verspürte. Und da begannen die Probleme. Kinderspiel? Ich kann Kinder nicht mal leiden. Na prima. Also, Polizeipräsenz ist hoch. Okay, wir kriegen ein neues Teammitglied. Wer hätte das gedacht? Und wir kriegen eine einzigartige Waffe. Und dann wollen wir mal gucken, was auf uns zukommt. Ich kann Kinder nicht mal leiden. Na, sehr nett. Ich kann Kinder sehr wohl leiden. Boss, einer meiner besten Männer sitzt im Atlantic County Zuchthaus Nummer 3. Die Leute nennen ihn The Kid, aber sein richtiger Name ist Henry McCarthy. Ich brauche ihn als freien Mann, und zwar gesund und munter. Die Agenten sind alle unterwegs, um meine Männer in Schach zu halten. Ich wette, es ist jetzt ein Kinderspiel für deine Männer, seine frühe Entlassung zu erwirken. Ich brauche deine Hilfe dabei. Stell sicher, dass er in einem Stück da herauskommt. Also, hol The Kid aus dem Knast und Luciano unterstützt dich mit $5,000 dreckigem Geld. Okay, und dann gucken wir uns hier den Spaß erstmal an. Also, ich drehe wie immer, das weiß ich noch, die Minimap so, dass ich Norden auch im Norden habe. Und ich sehe eigentlich erstmal gar nichts, außer unserem Hauptquartier. Hier kann ich natürlich Geschäftsräume kaufen. Da ist gleich ein Polizist. Da könnte ich eine Waffe kaufen. Ein außergewöhnliches Gewehr. Okay. Mal gucken, ob wir das wirklich brauchen. So, hier kann ich einen kleinen Laden aufmachen. Das ist in Ordnung. Tja, und hier muss ich dann weiterarbeiten und gucken, wie ich hier klarkomme. Ich habe nichts an Informanten oder sowas. Das heißt, ich kann jetzt einfach losgehen und den da platt machen, so wie es aussieht. Es gibt oben auf der Minimap nichts weiter zu sehen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Erstaunlich. Okay, was ich aber auf alle Fälle erstmal mache, ich habe ja jede Menge dreckiges Geld. Ach, das haben sie ja auch mit dem Patch nicht geregelt, dass das hier immer noch nach unten scrollt. Okay. Ich werde mir auf alle Fälle erstmal diese beiden Gebäude hier sichern. Doc ist, glaube ich, auch schnell. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. So, damit ich wenigstens erstmal ein bisschen was an Zeug bekomme. Und das Lustige ist, genau, inzwischen hat es ein Patch gegeben. Ich kann auch inzwischen Autos fahren. Stil dieses Autos. Autos werden für einige Aktionen deiner Handlanger benötigt. Außerdem beschleunigen sie alle Jobs. Und weil wir ja mal alles ausprobieren wollen, klauen wir halt mal das Auto. So, ich bin fertig. Ich habe einen Geschäftsraum angemietet. Dann will ich da auch was eröffnen, und zwar eine Brauerei. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. So, und der Doc ist auch fertig. Und in dem kleinen Laden werde ich mir dann eine Flüsterkneipe zulegen, weil die Bier und Schnaps verkaufen. So, und dann kriege ich da schon mal ein bisschen was. So, tatsächlich, wir haben das Auto geklaut, so wie es aussieht. Und Jan Koloff fährt herum. Man kann mich nicht aufhalten. Da ist er. Ja, dann fährt er jetzt halt mal ein bisschen mit dem Auto rum. Wie nett. Der ist viel zu schnell für mich. Ei, wo ist er dann? Da ist er, der Herr Koloff. Naja, okay. Mal gucken, wo uns das noch hilft. So, Brauerei eröffnet.
Diese Esel waren keine und Gegner. Flüsterkneipe auch eröffnet. So, und jetzt gibt's sogar hier oben auch neue Symbole. Das heißt, man würde direkt sehen, was man da hat. Nicht schlecht. So, Brauerei produziert billiges Bier. Ich kann upgraden. Ich habe dreckiges Geld. Und dann nehme ich das auch mal beides. So. Dann ist die Effizienz auf 120 und das ist auch ganz gut. Und dann gucke ich mir hier noch die Flüsterkneipe an. Auch die kann ich upgraden, auch mit dreckigem Geld. 50% Profit vom Bier ist sicherlich super und 10 Lager nehmen wir dann auch mit. Wir kriegen unser Geld schon los. Gut, und damit habe ich, glaube ich, alles getan. Wenn hier oben nicht ein Informant wäre. Aha, hier ist ein Informant. Gut, ich kann jetzt ein spendabler Kerl sein, 100 dreckiges Geld. Ich könnte ihn auch mit 10 Bier überreden, aber dann mache ich das lieber so. Ich werde die Mädels auf dem Weg antesten. Und hier, Herr Koloff, fährt mit dem Auto, seht ihr das? Sehr nett. Wo ist er denn? Er fährt alles durch die Gegend. Na gut. So, das war aber eine ganz gute Ansicht, wenn mir das gerade auffällt. Hier fehlt mir ein Charakter, und zwar The Kid, Henry McCarthy, den ich erstmal befreien sollte. Und die Frage ist, ob ich das nicht einfach gleich mache. Also jetzt, klar, da oben wird mir der Informant gleich noch ein paar Informationen geben. Aber die Frage ist, ob ich mich nicht gleich einfach erstmal kloppen gehe. Warum auch nicht? Ach, wisst ihr was? Und dann probieren wir es auch einfach. So, die Pläne sind fertig, die Vorbereitung abgeschlossen, es ist an der Zeit, The Kid herauszuholen, um den geht's ja schließlich in dem DLC. Und dann gehe ich da mal hin, klopfe mal freundlich an und möchte den gerne haben. So, jetzt haben wir mit dem Informanten 8 interessante Orte entdeckt, ist ja unglaublich. Dann fangen wir damit mal an. Einen kleinen Laden, den miete ich auf alle Fälle gleich mal. So, hier gibt es eine nette Bank. Bankraub könnten wir auch mal wieder probieren. Hier kann ich Schusswaffen kaufen, das ist ganz gut. Ich kann es auch plündern, brauche ich aber im Moment nicht. Hier kann ich einen Bauplatz für sauberes Geld erstehen. Ich habe aber noch kein sauberes Geld. Und auch hier kann ich Schusswaffen kaufen. So, und hier oben gibt's 2 weitere Informanten, um die Karte weiter aufzudecken. Ich bräuchte aus meiner Sicht zumindest, gehen wir mal hier unten hin, da ist auch noch ein Informant. Okay, ich bräuchte aus meiner Sicht zumindest noch ein Geschäft, wo ich eine Apotheke draufsetzen kann, dass ich ein bisschen sauberes Geld bekomme. Bis jetzt bekomme ich über das Bier und die Flüsterkneipe ja nur dreckiges. Mal gucken, wie ich das machen will. So, jetzt will ich aber eigentlich nicht zu viele Informanten verbrauchen, weil ich brauche meine Jungs ja gleich, um den aus dem Knast zu holen. Ich bin unwiderstehlich. Trotzdem werde ich mir den kleinen Laden noch eröffnen und die Frage ist, was mache ich damit? Generiert Gewinne an dreckigem Geld, das ist auch in Ordnung. Ich kann aber natürlich auch mit der Pfandleihe sauberes Geld verdienen und ich glaube, das mache ich mal, weil ich sauberes Geld im Laufe des Spiels brauchen werde. So, das ist schon mal ziemlich hart, der Fahndungswert ist schon mal ziemlich gestiegen, aber gehört wohl dazu. Gut, dann. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Gehen wir uns mal mit dem Gefängnisausbruch beschäftigen. Also, Kampfbegegnung. Henry McCarthy ist zurzeit im Knast, aber Lucky Luciano braucht ihn. Hol Henry um jeden Preis da heraus. So, es gibt wieder eine unterstützende Rolle, dann gucken wir uns das mal an. Erfolgschance 60%. Achso, schicke ein Fass Whisky, um einige deiner Gegner betrunken zu machen, ist ja so der Standard. So, der Doc garantiert mir 80% und dann ist er die Unterstützung. Und dann suche ich mir 4 Leute aus. Also, ich gehe auf alle Fälle mit. Squeaks geht auch mit. Tja, der Dandy geht mit. Und dann ist die Frage, ob ich Deadeye mitnehme oder Jan Koloff. Das ist ja der DLC-Charakter aus dem letzten DLC, den wir gespielt haben.
Und ich glaube, dann macht das mal komplett die alte Gang. Dann nehme ich mir mal Herrn Koloff mit, der ist ja eher Nahkämpfer. Das ist strategisch nochmal durchaus spannend. So, und dann wollen wir mal gucken, was der Kampf kann. Beziehungsweise, was wir in dem Kampf können. Das wäre ja vielleicht auch mal spannend. Lass uns tanzen. So, rette den Gefangenen und entkomme. Das ist schon mal immer schlecht. Und entkomme finde ich schon immer blöd. Das wird immer schwierig. Okay, hier sind wir vier. Was haben wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Das sind natürlich Polizisten. Polizisten, man weiß nicht genau wie viele. Wir sehen auch noch gar keine. Wir müssen hier rein. Hier gibt's nur so einen kleinen Raum, so wie es aussieht. Hier gibt's auch nur so einen kleinen Raum. Geht's hier weiter? Ja, hier hinten geht's weiter. Das ist also wahrscheinlich die Map aus den letzten normalen Missionen. So, hier hinten sind lauter Zellen. Und hier ist der Gefangene. Da muss ich also hin. So, und hier hinten könnte ich auch rumgehen, aber das ist ein zu langer Weg. Das heißt, ich gehe hier rein, mach die beiden platt und versuche hier hochzukommen. Und dann fangen wir mit Dandy an. Und die Frage ist, wie spielen wir es? Spielen wir es offensiv oder defensiv? Kommen wir da hin? 9, der kann 12 gehen. Oder versteckt er sich lieber hier? Ich glaube, der versteckt sich lieber hier. Mal gucken. So. Und wenn er da steht und Deckung hat, kann er ja trotzdem schießen. 12 Stück haben wir. Wollen wir mal sehen. 6 sind die Vollautomatik. Und 3 ist das Streufeuer. Nee, dann schießt er zweimal mit der Vollautomatik. Weil der die ja hier beide trifft. Los geht's. Sehr nett. Und gleich nochmal. Nochmal nett. Okay, die haben schon ordentlich eingesteckt. Das ist in Ordnung. Der ist ja, also ich meine, 1 von 90 ist ja nicht mehr der Rede wert. Okay, Runde beenden. Squeaks ist dran. Ich selber stehe hier und bin erst nach dem Polizisten dran, also nach dem ersten. Das heißt, ich muss mit Squeaks jetzt gucken, dass ich den erwische. Komme ich da hin? 10 Punkte, das sind natürlich 11, na sicher. Da käme ich aber hin, dann gehe ich da auch hin. Und dann schieße ich. Und zwar zweimal so. So, 23 weg. Das hier unten kostet mich 3. Okay, dann kann ich noch dreimal schießen. Also so. Dann stelle ich noch einmal um. Und der behält, was behält er? Ist ja unglaublich, 9 Stück behält er. Naja, okay, dann muss Koloff den Rest machen, in der Hoffnung, dass das klappt. So, der kann jede Menge laufen, 15 bis dahin. Ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Also, der wird ja dann ziehen, der wird hier mir wehtun. Ich krieg ihn nicht platt mit Koloff. Obwohl, Koloff kann nochmal 10 weiterlaufen, ne? Das heißt, wenn er jetzt da hingeht und, jetzt habe ich falsch gedrückt. Na, dann ziehen wir es auch durch. Dann ziehen wir es auch durch. Und zwar soll der... Wieso kann der da nicht näher? Hä? Was ist denn das für ein Fehler? Ah ja, okay. So, und dann soll er den hauen. Und nochmal. Und ich fänd's natürlich auch ziemlich cool, wenn er dann trifft. Ja, super. So, jetzt haben wir noch 5 Bewegungspunkte. Dann stellen wir uns mal hier hin. Dann müssen die sich wenigstens entscheiden. Und dann geht's weiter. So. Zeit, es anzugehen. Der ist einfach nur dahin gelaufen, hat nichts weiter gemacht. Zielgesicht, der Treffer 100%. Ja, dann ist mir das auch egal. Dann gehe ich da rein. Kann ich hier hin? 16, das ist ein bisschen sehr weit. Kann ich da hin? Ja, dann sehe ich vielleicht keinen. Weiß ich gar nicht. Egal, ich gehe mal hier in Deckung. So, und dann ist der Deputy mit 1 dran. Das ist mir egal. Dann machen wir das lieber so. Der kann eh nichts mehr. Das Baby ist eine Raubkatze.
So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Gehen wir gleich schon hier hoch und Squix erledigt die beiden oder Koloff erledigt die beiden? Die sind ja beide schon fast platt. Ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe mal hier hin, mal gucken, was passiert. Gibt's neue Gegner irgendwo? Anscheinend noch nicht. Der kann noch vier weiterlaufen. Soll er denn gleich hier hoch? Sind wir so offensiv? Ja, der soll mir hier die Treppe gleich hochlaufen. Mal gucken. So. Ja, Boss? Squix, du siehst alles und jeden. Willst du dich noch bewegen? Dann könntest du den wahrscheinlich besser treffen. Obwohl 78%. Wir probieren das hier aus der Deckung. Also. Ich schieße, du fällst um. Das war eins. Na? Ich bin so viel besser als du. Okay, das war zwei. Sehr schön. Da? So, dann kann Koloff hier hinlaufen. Der hat eine blutende Wunde. Das heißt, er kriegt 10 Schaden pro Runde. Ich habe aber erstmal keinen, der ihm heilen kann. Tja, oder doch? Ich ziehe den trotzdem einfach erstmal hier hoch, so viel wie der laufen kann. Der läuft ja 15. Noch werden wir uns da um die Gesundheit nicht so richtig kümmern müssen. So. Jetzt bin ich dran und erstmal eine ganze Weile komme ich bis da hinten hin. Nicht ganz. Ach, ich laufe hier einfach mal ins Gemüse. Die Polizisten tauchen bestimmt irgendwann auf. Das gibt Trouble. So, Dandy, du bist schon wieder dran. Dann mal dahin. Beweg dich nicht und keiner muss sterben. So, wen sieht der? Wo ist denn einer? Ach, ganz da hinten. Okay. Was kann ich noch ziehen? 10 kann ich noch ziehen. Dann ziehe ich mal hier hin. Beweg dich nicht und keiner muss sterben. Okay. So, dann soll der sich da ruhig erstmal aufhalten. Das ist alles ganz gut. Da werde ich den Koloff gleich hinziehen. Dann kann ich den heilen. Bin dran. So, und da oben sehe ich immer noch nicht, dass die sich bewegen. Muss ich aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Squix kann 10 gehen. Wo kann der denn hier hin? Meinetwegen mal nach da. Da? So, Koloff, du gehst jetzt mal hier hin, damit ich dich nachher heilen kann. So, dann ist auch gut. Und ich, wo komme ich denn hin? Komme ich bis hier hoch, auch wenn ich da nicht gute Deckung habe? 14, na sicher. Ich glaube, dann stelle ich mich mal hier hinten hin, dann müssen die sich aussuchen, welches Ziel sie haben wollen. Lass uns tanzen. So, du kannst erstmal bandagieren, und zwar ihn hier. So, und damit müsste der eine Wunde weniger haben. So, bewegen kannst dich nicht mehr, 28%. Wollen wir das Feuer eröffnen? Nee, wollen wir nicht. Das heißt, wir lassen das erstmal so. So, und dann ziehen wir Squix noch hier hoch. Auch mitten ins Gemüse. So, und solange wir die nicht scheu machen und die uns in Ruhe lassen, ist das ja gut. Wo kann ich hin? Kann ich bis dahin? Ich kann bis dahin. Na, dann gehe ich doch mal frisch, fromm, fröhlich, frei dahin und benutze... ja, was benutze ich denn? Benutze ich lieber den umhauenden Schuss oder den Streuschuss? Ich benutze einfach beide. Ich habe ja 11. Also, erstmal den... Und dann den. Den haut's wirklich um. 91 von 150. Der da hinten hat auch 150. Also die sind alle nicht auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Ich dachte, ich hätte dich bandagiert. Hat ja gut geklappt. Gut, wohin kann der laufen? 17 ist zu weit. Das heißt, der stellt sich hier hin. Und gut ist. Das gibt Trouble. So, und Dandy. Bis da? Nein, nicht möglich. Alles andere ist besetzt. Dann würde ich sagen, du gehst nur kurz dahin, siehst einen, nämlich den da hinten, denke ich. Den da.
Ach, das ist ja doof, wenn du den siehst, das macht ja keinen Sinn, weil da stehe ich ja im Wege. Kannst du hier hingehen? So, jetzt siehst du beide, das heißt, du wirst so schießen, da oben den kriege ich nicht, aber dann erwische ich wenigstens keinen von meinen Leuten. So, und das Ganze nochmal. Und jetzt ist der schon relativ schwach, das ist ganz gut. So, der setzt mir jetzt ein bisschen zu wahrscheinlich. Autsch, autsch. Immer diese blutenden Wunden, ist doch wirklich gemein. So, Squeaks, ja, du siehst beide. Ist die Frage, ob du noch irgendwo anders hinlaufen willst. Du könntest dich auch da hinstellen, dann wird's wahrscheinlich einfacher. So, und dann such dir mal einen aus. Ich könnte jetzt mit 3 AP, kann ich jede Menge machen, dann schieße ich mal lieber so. Also der hat 150, der ist noch voll, dann werde ich erstmal den hier erledigen. Ich noch bin einmal. So viel besser als du. Und hier. Und noch einmal mit Zielen. Hier, dann steckt der auch schon ganz schön ein. Prima. Dann kriegt er von mir richtig lange. Und noch ein. Zeit, deinem Schöpfer gegenüber zu treten. So, das ist ganz gut. Weil ich jetzt eh nichts mehr machen kann, kann ich mich aber hier mit dem zweiten Frühling nochmal ein bisschen mehr Gesundheit wiederholen. Das mache ich auch. So, der Runde beenden. Hier. Tja, und den Koloss werde ich jetzt nehmen, zumindest erstmal so lange wie es geht. Und den so schnell wie möglich hier vorne hinziehen, weil eigentlich müssen wir ja nur den Gefangenen befreien. Und solange wir noch nicht sehen, wo da was ist, ist eigentlich auch alles gut. Das Baby ist eine Raubkatze. So, du kannst dahin. Wir gehen jetzt einfach mal vorwärts, mal sehen. Bin soweit, Boss. Squeaks, ja, da ist gut, das ist ein guter Platz. Zeit, es anzugehen. So, ich lauf, wohin lauf ich denn? Ich lauf mal so. Und noch ein bisschen mehr. Das Baby ist eine Raubkatze. Ja, wenn's eine Raubkatze ist, dann mal los. Da? So, Koloff, auf geht's, so weit wie möglich hier hinten rein. Vermutlich wird da ja noch ein Deputy stehen, das heißt, du gehst mal dahin. Oder? Och, sieht gar nicht so aus. Na, dann geh noch ein Stück weiter. Ja, Boss. So, und die Frage ist, ob ich meine Jungs denn dann wirklich dahin ziehe. Oder ob ich die hier schon für den Rückzug wappne. Ich muss ja auch wieder entkommen. In Ordnung, dann los. Aber ich glaube, es macht Sinn, viel Feuerkraft zu haben, falls uns irgendwas in den Weg kommt. Lass uns tanzen. Nö, dich lasse ich einfach erstmal da stehen. Schwer ist gut. So, Koloff, du holst dir den jetzt. The Kid. Da sind wir. Guten Tag. So, und jetzt tauchen auf ein Sergeant außer Sicht. Ein Gefreiter, das sind aber lauter 90er, also lauter Kanonenfutter. Ich muss zurück, und zwar kann ich nach rechts oder links, also am besten aber hierhin wieder zurück, von wo wir auch gekommen sind. Dann machen wir das auch. Also, zurück Marsch, bis wir irgendwo jemanden sehen. Na, oh, da kommt noch ein Sheriff, sehe ich gerade. Bin soweit, Boss. So, und der ist auch irgendwo aufgetaucht. Also den sehe ich noch nicht, den sehe ich noch nicht, den auch nicht, den auch nicht, den auch nicht. Und trotzdem hat's da oben Ärger gegeben. Woher denn, woher denn? Hm, seltsam. Aber der hier hat eine blutende Wunde gekriegt. Naja, soll mir ja egal sein. Squeaks, tja, was mache ich denn mit dir? Ich glaube, ich stell dich mal dahin. Dann, falls da jemand kommt, haben wir noch eine Option.